Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, also ich will hier nur noch mal betonen, meine Fraktion macht sich die Sache nicht leicht. Wir haben von Anfang an dieses Vergabeverfahren kritisiert, weil wir es für intransparent halten. Und dummerweise ist genau das, was wir kritisiert haben und das, was wir befürchtet haben, auch so eingetreten. Und wir warten im Prinzip seit Dezember auf substanzielle Schritte, um dieses Manko, das da entstanden ist, zu korrigieren, mehr Transparenz herzustellen, mehr Leute mit einzubeziehen und zwar nicht nur unter dem Druck, irgendwo eine Mehrheit zu generieren, sondern tatsächlich, um eine konsensuale Lösung unter Einbeziehung verschiedener Fraktionen und der Marktbeschicker zu finden. Und wir mussten ja nun feststellen, dass das mit der Bürgerversammlung, das wäre eine Gelegenheit gewesen, um tatsächlich zu sagen, hier stellen wir einen Dialog her, genauso wie es die Stadtverordnetenversammlung beschlossen hat. Und können auf der Grundlage dieses Dialogs dann auch weiter voranschreiten. Das ist nicht geschehen. Diese Gelegenheit ist versäumt worden und das halte ich für eine Tragik in dieser ganzen Geschichte auch schon deshalb, weil zum einen die Marktbeschicker, aber zum anderen auch diejenigen, die ja Konzepte eingereicht werden, damit unter die Räder kommen. Und das ist ja ein tatsächliches Problem. Alle sagen immer, ohne die Marktbeschicker geht es nicht. Und da werden in der letzten Zeit, sei es ein Extra-Tipp am Sonntag oder auch schon in der HMA, immer irgendwelche Wasserstandsmeldungen verkündet, von denen unseres Kenntnisstandes her schlicht so nicht stimmen. Es ist eben nicht so, dass die überwiegende Mehrheit der Marktbeschicker das Sprengwerkkonzept mitträgt. Und genau deshalb haben wir als Notbremse diesen Änderungsantrag gestellt, mit dem wir ein Quorum von 75% der Marktbeschicker, die mindestens zustimmen müssen, einfordern. Das ist aber, wie gesagt, eine Notbremse. Im Endeffekt geht es aber darum, und ich habe das ja nicht nur im Ältestenrat gesagt, sondern ich habe es im Gespräch mit mehreren Fraktionen gesagt, ich habe es in der öffentlichen Diskussion mehrmals gesagt, wir brauchen eigentlich einen Dialog, in dem dieses Konzept eingefroren wird, in dem die Stadt Kassel selber mit den Marktbeschickern, mit den verschiedenen Bewerbern um das Konzept, natürlich in allererster Linie mit Sprengwerk, aber auch mit den Mitbewerbern. Das ist immerhin die Marktteilung-GmbH. Also hier wird immer so von den unterlegenen Bewerbern geredet. Sorry, das ist die Interessensvertretung der Marktbeschicker. Ein Dialog erfolgt, mit dem es möglich ist, sowas dann konsensual und dann meinetwegen auch auf der Grundlage eines bestimmten Konzepts zu regeln. Das wurde in den Wind geschossen. Wir haben Beratungsbedarf angemeldet und wollten diese Vorlage schieben, um diesen Zeitdruck daraus zu nehmen, der hier plötzlich erzeugt wird. Nichts davon passiert. Sie lassen uns hier auf einen Showdown ankommen. Und das ist genau das, was die Marktbeschicker nicht brauchen, was die Konzepteinreicher nicht brauchen, was die Stadtgesellschaft nicht braucht.